Hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, Psychologe und so weiter und so weiter. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Triebe, nein, Liebe. Schönes Thema heute ist der freie Wille. Also nur ein ganz kurzes Video. Es geht einfach darum, dem Partner seinen freien Willen zu lassen. Also wir alle sind hier auf dieser Erde und ja, also hier gilt der freie Wille, jeder kann machen, was er will. Natürlich hat Verhalten Konsequenzen. Also wenn ich so diverse Banken ausraube, dann muss ich natürlich damit rechnen, dass ich irgendwann mal eingesperrt werde. Aber gut, in Beziehungen gibt es ja nicht so viel Regeln und jeder macht halt das, was er macht und jeder darf das auch grundsätzlich, ne? Und das ist vielleicht nicht schön oder vielleicht ist es manchmal nicht moralisch oder es ist nicht so, wie ihr es haben wollt. Das ist alles fein, aber versucht das Runde nicht ins Eckige zu kriegen, wenn jemand, ist natürlich immer blöd, wenn man verscheißert wird, ne? Das ist mir schon klar. Aber also wenn jemand, ja, einfach nicht das macht, was ihr gerne möchtet, wenn er sich nicht so oft meldet, wie ihr gerne möchtet, wenn er nicht so zuverlässig ist, wie ihr gerne möchtet, wenn er sich nicht so an Worte hält, wie ihr gerne möchtet, wenn er sich nicht so oft meldet beim Daten, wie ihr möchtet, wenn er was auch immer, es ist, also der andere darf das so, ne? Wie gesagt, wir reden jetzt hier über Sachen, die nicht strafrechtlich relevant sind oder so, aber es ist, geht eigentlich um viel breitere Sicht, dass es hier ein Planet ist, der für jeden ein Abenteuerspielplatz ist und ja, man macht eben das, was man hier macht und dieser Versuch, immer jemand ändern zu wollen, dass der in euer Schema reinpasst, dass der so ist, wie ihr es gern hättet oder wie du es gern hättest, falls du sowas machst, der führt in die Irre, also der nimmt dem anderen auch, ja, sozusagen, also ihr könnt natürlich jemand den freien Willen nicht nehmen, aber ihr versucht dann den anderen so was zu machen, was er nicht ist, nur weil es vielleicht für dich als Pluspol besser wäre. So, dann ist es wirklich besser, ich immer wieder sage, statt Blumensaat zu kaufen, die man erst aufwendig einpflanzen muss, gießen muss, düngen muss und dann geht es vielleicht doch nicht auf, kauft euch gleich einen Blumenstrauß. Also sprich, datet jemand. Also natürlich ist keiner perfekt, aber der nicht erst umgepolt werden muss, bekehrt werden muss, in die richtige Richtung geliebt werden muss, ja, das ist nicht wirklich zielführend, ne? Und es ist auch, also man muss immer wieder sagen, dass Plus und Minus sich so gegenseitig, also man kann das immer nur so als Paar sehen. Es ist wirklich schwer, also sich einen Bindungsängstler ohne einen Verlustängstler vorzustellen. So, die matchen immer zusammen, also ganz häufig. Oder treiben sich halt in die Extreme sozusagen. Aber man kann das, diese Dynamik kaum verstehen, wenn man die nur auf einer Seite betrachtet. Und es gibt auch vielleicht Sachen, also wenn ihr zum Beispiel versucht, so einen Bindungsängstler immer wieder zu ändern, in die richtige Richtung zu kriegen, ja, das erzeugt natürlich einen Druck, der den anderen jetzt nicht weniger bindungsängstlich macht. Ne? Was anderes ist, was ich immer wieder sage, immer wieder gebetsmühlenartig, Standards und Dealbreaker, ihr könnt sagen, hey, du hast deinen freien Willen, aber ich brauche in der Beziehung XY. Ne? Ich brauche, dass sich mein Partner regelmäßiger meldet, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Und da muss man halt immer überlegen, Standards sind Sachen, die kann man verhandeln, Dealbreaker nicht. Ja, da muss man eben für sich einstehen und sagen, ja, dann geht's halt nicht. Dazu braucht man wieder Trennungskompetenz, immer der gleiche Kreislauf, ne? Und alles Thema Modul 1 übrigens, wenn das interessiert, in meinen Kursen auf liebeschipp.de. Ja, und da muss man halt zu seinen Truppen stehen, sozusagen, sage ich mal. Und sagen, ja, so ist es, ne? Ich stehe zu dem, oh Mann, ey, ist hier alle Fenster offen. Ich stehe zu dem, was ich will, was mir gut tut. Und das setze ich eben auch entsprechend um dann. Und das bedeutet aber nicht, dass ich jemand anders immer wieder zum Daten tragen muss oder verändern muss. Und wie gesagt, schwierig wird es, wenn der andere so tut, als wenn er jemand anders wäre, der wirklich ist. Man muss ja halt
auf die Taten achten, anstatt als auf die Worte. Aber anhand der Taten kann man schon sehen, ob es so ungefähr passt oder nicht passt. Ja, aber wie gesagt, dieses jemand ändern wollen, jemand sozusagen vielleicht manchmal auch fast schon bedrängen, dass er das macht, was ihr oder was du willst, was im Plusbeläufig passiert, denke ich, macht einen Bindungsängstler jetzt nicht weniger bindungsängstlich, sagen wir mal so, ne? Aber wie gesagt, sie ist immer wieder als, na gut, jetzt nicht zu tief gehen in diesem Video, ist halt immer wieder eine Reflexion der Themen, an denen man dann gerade wieder arbeiten kann, ne? Was man dann im Außen sieht, so. Ja, also zum Beispiel, wenn ich krasse Bindungsängstler anziehe, dann habe ich meistens ein Thema entweder mit eigener versteckter Bindungsangst oder mit eigener Verlustangst, was vielleicht bearbeitet werden möchte. So. Ja, aber nochmal, wie gesagt, nur weil du vielleicht denkst, dass dein Bindungsängstler Hilfe bräuchte oder eine Therapie, ich glaube, ich hatte mal wieder so eine Mail gelesen, deswegen komme ich auf das Thema, heißt nicht, dass das so ist, ne? Also jemand darf mit Bindungsangst durch die Welt laufen, jemand darf auch mit Verlustangst durch die Welt laufen. Das ist nicht per se krankhaft oder so, ne? Und selbst wenn es krankhaft wäre, was weiß ich, keine Ahnung, ist es immer noch. Man darf auch mit Persönlichkeitsstörungen oder mit Anteilen von Persönlichkeitsstörungen durch die Welt laufen. Also das machen viele Menschen und viele Menschen wollen halt nicht gerettet werden. Also es kann trotzdem sein, dass ihr das richtig seht und dass ihr vielleicht denkt, ja, also gerade bei Persönlichkeitsanteilen, schwierigen oder Störungen ist natürlich so, dass auch die Einsicht wirklich nicht da ist auf der anderen Seite. Aber das heißt nicht, dass du jetzt der Therapeut deines Partners bist und ihm diese Einsicht vermitteln musst. Das funktioniert einfach nicht. Ihr seid der Partner oder das Date und nicht der Therapeut so, ne? Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und den anderen dann zu diagnostizieren, was nicht euer Job ist, bringt dann auch nicht weiter. Ne? Da muss man einfach mal sagen, ja, also es ist wirklich das Fairste ist zu sagen, es passt einfach nicht, weil es kann sein, dass ein Partner, den ihr als sehr toxisch wahrnimmt, also es kommt ehrlich gesagt so gut wie nie vor, aber es könnte durchaus sein, dass der jetzt mit einem anderen Match glücklicher wird und dann ist es vielleicht scheiße für euer Ego, aber das ist ja dann besser, dass die Leute zusammenkommen, die einfach zusammenpassen. So, ne? Und jetzt kann mal sein, wenn ihr zu euren Standards steht und wirklich klar seid und sagt, es passt für mich einfach nicht, vielleicht gibt es dann doch eine Veränderung, die ihr euch wünscht. Also es mag vorkommen, aber es geht nur so rum, ne? Dass ihr einfach für euch einsteht, ohne jetzt direkten Druck auszuüben. Jetzt sagt eurer Bindungs, wenn ihr jetzt vielleicht so ein Minuspol habt, sagt er vielleicht ja allein, dass du deine Standards setzt, erzeugt schon Druck auf mich, aber gut, deswegen habe ich ja dieses Konzept entwickelt, weil das wirklich nur auf deine Bedürfnisse eingerichtet ist und du musst nicht überlegen, warum ist der andere so, wie er ist. So. Ja, es gibt immer noch coole neue Kombipakete, die wir geschnürt haben, auch so 6-Monatskurse, 12-Monatskurse, die man so nach und nach bezahlen kann. Ganz cool. Selbstliebe-Challenge geht bald los. Und wenn du sonst noch Fragen, Themen hast, geht über ein Formular auf liebische.de. Wir sind gerade so ein bisschen knapp besetzt. Dauert vielleicht alles so ein bisschen länger, wenn ihr Fragen habt. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.